Als Landesbischof lernt man jeden Tag dazu. Ich habe ja eine Äußerung zu dem von der EKD beschlossenen Tempolimit gemacht, wo ich dann im Vorfeld sagte, ein Tempolimit ist durchaus sinnvoll, um CO2 zu reduzieren. Aber ich halte es für die Aufgabe von der Kirche jetzt zu definieren, was das jetzt ist, 80 auf der Landstraße und 100 auf der Autobahn. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mich dran halte. Und ich habe gesagt, nein, da halte ich mich nicht dran. Und heute würde ich den Nachsatz hinterher schieben, natürlich halte ich mich an die Richtgeschwindigkeit. Das mache ich schon immer. Oder ich war eigentlich sofern es geht, nämlich öffentliche Verkehrsmittel. Aber das hat dann zu großen Irritationen geführt und hieß dann der Raserbischof. Hat mich dann auch überrascht, gell, dass Menschen dann, wenn du sagst, du hältst sie nicht an die 100, dass sie dir gleich unterstellen, du fährst 200. Und das wundert mich dann auch innerhalb der Kirche, wo wir doch immer dann bitten, dass man differenziert schaut. Das ist mal ganz interessant, wenn man so eine Erfahrung selber macht. Aber selbstkritisch sage ich, das war vielleicht einfach ein Satz mehr und es hätte manches Missverständnis nicht gegeben.